Liebe Schwestern und Brüder, was Israel hier zu lernen hat, ist, dass es für die diversen Wechselfälle des Lebens keine verschiedenen Gottheiten in zuständigen Instanzen gibt. So ist das nämlich zur Zeit des Propheten Elia. Für die Fruchtbarkeit, für den Regen ist Baal zuständig. Da weiß man, was man hat. Und so wird er entsprechend verehrt. Für den Himmel und die Sterne ist dann Astarte zuständig. Wir hören das immer wieder bei den Propheten, dass man sie mit einem bestimmten Gebäck ehrt. Und dann gibt es natürlich dann auch noch den Gott Israels, ja, als einer von vielen. Diese Begebenheit, die wir heute hören im Anschluss an dieses große Geschehen, wo alle Baalspriester durch die Hand des Elia ihren Tod finden, dass der Gott Israels Regen schenkt, aufgrund der Bitte, des Gebetes und der Bekehrung, ist eine sehr, sehr wichtige Lektion für Israel auf dem Weg, wirklich an Gott zu glauben und sich auf ihn zu verlassen. Und es ist nicht umsonst, wenn wir heute, wenn man so ein wenig blättert und schaut, vor dieser Episode fast ratlos stehen. Die Kommentatoren stehen fast ratlos davor, was soll man dazu sagen? Wird dann abgehandelt, Gewalt im Namen der Religion, darf man denn so etwas tun? Das ist natürlich gar nicht mehr unsere Sache und so können wir uns dem gar nicht mehr anschließen. Anders die Väter. Die sehen in diesem Wankelmut Israels, in diesem ständigen Wechsel, wer ist hier zuständig, wen müssen wir jetzt anrufen? Sie sehen darin das menschliche Herz, das von den Leidenschaften zerpflügt und damit unruhig wird und nicht weiß, wo es sich hinwenden soll. Und erst durch das ständige Gebet, so sagen es die Väter, wird der Regen Gottes auf dieses Herz kommen in Form des Geistes und ihm Ruhe verschaffen und dieses Herz fruchtbar machen. Das ist ein schönes Verständnis dieser Episode bei all seiner ganzen Dramatik und Fülle, die diese Erzählung hat. Wir werden den Propheten Elia ja noch einige Tage begleiten, um zu sehen, wie er, geführt von Gottes Geist, diesen Glauben stärkt und das Volk damals hin zu seinem wahren Gott führt und uns heute ebenso.